Russlandkrieg zeigt Karma. Trainer, du sagst immer, dass man alles zurückbekommt, Gutes wie Schlechtes, aber ich glaube einfach nicht an Karma. Ich erzähle dir eine Geschichte von meinem Onkel Albert Saller und dann wirst du deine Meinung womöglich ändern. Er erzählte mir: Während meiner Zeit als Soldat im Russlandfeldzug war ich als Waffenmeister direkt hinter der Front für die Logistik zuständig. Zu meinen Aufgaben gehörte auch die Bewachung von Gefangenen. Deutsche Frontsoldaten brachten mir unmittelbar nach den Kämpfen russische Kriegsgefangene zur kurzfristigen Verwahrung, bis diese von SS-Einsatztruppen abgeholt wurden. Ich stellte sehr bald fest, dass diese Kriegsgefangenen nicht eingesperrt, sondern einige Kilometer hinter der Front erschossen wurden. Manche der Soldaten waren sehr jung, manche gar noch Kinder. Ich bekam Gewissensbisse und beschloss, die armen Teufel nicht mehr an die SS auszuliefern. Mit den Worten »Dawai, dawai, verschwindet, haut ab, geht nach Hause zu euren Eltern« habe ich diese armen Jungs immer wieder weggeschickt. Lasst euch nicht wieder von den Deutschen fangen und versucht auch der russischen Armee aus dem Weg zu gehen. Dadurch habe ich hoffentlich vielen Russen das Leben gerettet. Zum Ende des Krieges war ich noch bei den Kämpfen um Berlin dabei. Da die Kriegslage aussichtslos war, beschloss ich mich von der Truppe zu entfernen. Ich machte mich auf den Weg nach Hause zu meiner Frau Bertha ins Sudetenland nach Teplitz-Schönau. Zu Fuß marschierte ich ca. 150 Kilometer von Berlin Richtung Dresden. Kurz vor Dresden bekam ich großen Durst und Hunger. Auf der Suche nach Wasser und Lebensmitteln kam ich an einer bereits aufgelösten Kaserne vorbei, in der Hoffnung, hier fündig zu werden. Bedauerlicherweise war die Kaserne von den abziehenden deutschen Soldaten mit Tretminen gesichert. Beim Betreten der Kaserne löste ich eine Tretmine aus. Die Explosion wirbelte mich in die Luft und verletzte mich schwer. Ich blutete heftig und mein ganzer Körper war voller Splitter. Zufällig oder schicksalhaft, etwas später kamen russische Soldaten vorbei und hörten mich stöhnen. Sie sahen mich in einer Blutlache liegen und luden mich auf ihren Lastwagen auf. Ich dachte, jetzt ist es aus. Aber zu meiner Überraschung brachten sie mich auf schnellstem Weg in ein deutsches Lazarett. Ohne diese schnelle Hilfe wäre ich mit Sicherheit verblutet. Die Ärzte versorgten mich sofort und entfernten eine Vielzahl von Splittern. Später informierte man Bertha, die kam und mich mit einem Leiterwagen abholte, da ich noch nicht gehen konnte. Über diese glückliche Wendung dachte ich oft in meinem Leben nach und kam zu der Schlussfolgerung: Das Schicksal war gnädig mit mir, weil ich russischen Kriegsgefangenen das Leben gerettet hatte. Deshalb haben auch russische Soldaten mir mein Leben gerettet. Meine Aufgabe: Ich helfe immer und verletze nimmer.